Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu FNAF World. Und ja, zuallererst einmal schöne Grüße von Angel Kleber soll ich bestellen. Und es hatte noch einer im Kommentar gefragt und wahrscheinlich wird der ein oder andere sich auch fragen, was zur Hölle ist in diesem Spiel eigentlich los. Deswegen, ich würde, bevor wir die Folge anfangen, erstmal nochmal kurz erklären, worum es in dem Spiel geht, und wer es schon weiß und oder es nicht hören möchte, dem blende ich mal hier so die Zeit ein, dass er wisst, wohin ihr skippen könnt. Und ja, also in FNAF World, um das kurz zu fassen, ist ein RPG, sprich ein Rollenspiel, wo du hier deine Charaktere hast, die aus zwei Teams bestehen. Einmal startmäßig aus den alten Animatronics und den neuen Animatronics. Und du kannst dann innerhalb dieser Welt, in der du rumgehst, die ganzen anderen freischalten. Wie zum Beispiel Phantom Freddy und Phantom Foxy, habe ich schon mal gefunden. Dachte jemand, das war Nightmare, aber es ist anscheinend Phantom. Okay. Achso, Nightmare kommt ja, glaube ich, im vierten Teil. Genau. Wer ist das? Hier ganz unten rechts, ihr seht ja meinen Mauszeiger leider nicht, warum auch immer. Aber ja, auf jeden Fall geht es ihm darum, dass man von Golden Freddy sozusagen die Geschichte erzählt bekommt, worum es ihm eigentlich geht, also die Aufgaben aufgetragen. Und der größte Teil des Spiels besteht darin, mit deinen Charakteren, die Erfahrungen sammeln können mit unterschiedlichen Attacken, die Gegner, die dir im Laufe der Geschichte entgegentreten, zu besiegen. Und ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu erzählen, außer dass es halt auch schon zwischendurch kleinere Gehilfen gibt, wie eben meinen heilenden Widdy und den killenden Eckbert, die wir schon als Teamgenossen bekommen haben sozusagen. Und mal gucken, was noch so alles auf uns wartet. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auf einer ganz bestimmten Stelle nämlich auftauchen, nämlich dieser wundervoll friedvollen Ortschaft. Jetzt auch schon mit grünen Schleims, alles klar. Die machen zwar nicht wirklich viel an Schaden und allem, aber naja, man sollte sie halt nicht unterschätzen. Trotzdem kriegen die ordentlich eins drauf. Und das war's dann immer schon. Bonk. Na komm, jetzt aber. Gut, der Meteorit hat noch gefehlt. Ja, und so sammelst du dann halt Erfahrungen und auch Tokens. Und mit Tokens kannst du dir bessere Sachen kaufen, wie zum Beispiel die Gehilfen oder bessere Verteidigung, die man aber noch freischalten muss. Und da ist schon wieder ein Schloss. Jetzt kommst du hier hoch. Okay. Weil vielleicht hast du hier oben noch irgendwie einen Schlüssel oder so, den du freischalten könntest. Das wär's ja auch noch. Deswegen, das sind schon so kleine Fische mittlerweile. Bloß das, diesen Endscreen hier wünsche ich, den könnte man irgendwie skippen, weil, ja, ich sehe ja dann hier unten, wie viele Tokens ich habe. Da wurde mir ja doch mal drauf hingewiesen, wir haben jetzt 500 Tokens. So, noch eine neue Höhle, okay. Oder war ich hier schon mal drin? Oh. Ich weiß nicht, ist das dieselbe Höhle, wo wir schon mal waren, oder eher nicht? Müssen wir mal gucken. Erstmal die Typen hier platt machen. Erstmal chillen hier, Freunde. Achso, Klein Willi hat mal wieder zugeschlagen. Eigentlich nicht Willi, Eckbert. Jetzt muss ich halt aber. Was dann eben auch der Trick dabei ist, ist wirklich zu schauen, dass ich die Leute gleichzeitig levele. Die sind alle schon Level 13, von daher passt das. Das ist der Grund, warum du aufwachst. Der Nightmare. Ich weiß nicht, es sieht wie eine andere Höhle aus, aber ich kann mich auch irren. Doch, es ist eine Dingsbums. Eine andere Höhle. 928746. 928746. 92, ach du Scheiße. Oh Gott. 928746 konnte ich mir zwar jetzt merken, aber shit. Das konnte ich mir jetzt gar nicht alles aufschreiben. 928746. Das hätte mir einer sagen müssen, dass hier Codes beikommen. Also, es waren erstes, zweites, drittes Kästchen. Das war das dritte. Ich schreibe hier bloß mal schnell FNAF World. Hoffe ich mal, dass ich das jetzt nicht verkackt habe, weil garantiert die anderen Zahlen hättest du gebraucht. Aber ich habe ja nicht gespeichert. Oh. Sag das Spiel. Das Spiel beendet. Ich wollte eigentlich nur zurück ins Hauptmenü mit Escape, aber das ist wie bei normalen Five Nights at Freddy's. Mit Escape kommst du aus dem Spiel raus. Jo, deswegen nochmal Aufnahme 3, 2, 1 jetzt. Und da sind wir wieder.
Mal gucken, hat das jetzt eine Danone? Wenn wir jetzt nochmal da sind, das wäre natürlich getrickst, aber ich brauche den Code. Scheiße, es hat gespeichert. Na ja, gut. Mist. Weil da wäre garantiert irgendein Secret gekommen und ich weiß nicht, ob ich mit nur einen von den drei Teilen des Codes weiterkomme. Keine Ahnung. Jawohl, Eckbert dreht durch. Mist. Weil der hatte nämlich extra noch gesagt, man muss erst noch eine andere Höhle finden, bevor man weiterreist. Und das haben wir auch gemacht. Na komm, können wir auch mal hier. Achso, man kann auch wegrennen. Aber, oh mein Gott. Den machen wir fertig. So, und hier oben kommst du auch nicht weiter mit diesen komischen Teilen, wie sie oder nicht. Ja, fangen wir von hier nochmal weiter. Ah, Tokens. Dämlichen Schleimbolzen habt auch keine Chance. Seht es ein. Ich bin mal gespannt, wenn dann der nächste Phantom-Charakter kommt, ob dann der auch wieder so leicht wird wie Foxy, weil der war ja im Nu besiegt. Nur die Frage, wie man den dann wieder freischalten. Und ja, halt solche Spiele, die nehme ich immer so zum Zeitvertreib zwischendurch, quasi so als zweiten Ast von YouTube, weil meine Comedy-Videos oder Unterhaltungsvideos, oh, die mal haben, der hat einen Schlüssel, alles klar. Da reicht die Zeit gar nicht, da wäre so in Abstand zwischen meinen Videos, deswegen nehme ich das ja als Filler sozusagen, aber eben nicht nur als Filler, sondern auch schon, wie gesagt, als zweiten Teil meines Kanals. Und ich hoffe, dass das soweit okay ist. Bisher kam es auch ganz gut an, zum Beispiel auch Spiele wie Escapist, aber es gibt natürlich auch Spiele zwischendurch, die immer mal wieder ein Flop sind, das kann man leider nicht verhindern. Aber das Spiel gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ist ein bisschen zu niedlich für meinen Geschmack, ja, aber bietet anscheinend dann eben doch noch so ein bisschen von Five Nights at Freddy's noch mit auf von der Geschichte, weil wenn das dann dazu kommt, ja wieder diesen gruseligen Teil, wo man nicht auf Done klicken kann, darf, wenn man auf mit Golden Freddy spricht, dann wird es ja doch schon so ein bisschen creepy und deswegen mal gucken, ob man hier noch irgendwas von der Story erfährt und hier kommt man nicht weiter, verdammt! Muss man nur wieder lang hier? Okay, Vertreter von Mr. Krabs anschauen. Beruhigt euch mal kurz. Der Jumpscare hat anscheinend gar nichts gemacht. Jawohl, Eckbert, leg los! Ah doch, der bringt schon was, aber anscheinend manchmal schlägt auch der Jumpscare fehl sozusagen. Sehr schön. Und ich mache es auch mal so, dann die, weil ich ja wirklich nach eurer Meinung gehe, was ich so schön noch spielen soll, weil ich habe noch etliche Spiele auf meiner Liste, werde ich mir auch mal in der nächsten Gesprächsrunde mal eine Liste wieder über Storepool zur Verfügung stellen, wo ihr auswählen könnt, welches Let's Play nach FNAF World dann kommen soll. Und deswegen nicht die Gesprächsrunden verpassen, da sind wirklich immer lustige Sachen mit dabei, als auch wichtige Infos für euch, die den gesamten Kanal und auch noch außerhalb betreffen. Und ja, erkennt ihr immer an den seltsamsten Thumbnails. Ach ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich soll ja hier irgendwann Hold Tab to View Map. Oha! Thaddäus! Das ist Thaddäus! Tja, die Wasserhose funktioniert nur bei unter 20%. Ich weiß das, du Flintstuhl. Und der macht doch ordentlich Schaden, deswegen erstmal schön alle Polstern hier. Cupcake, dass wir gar nicht unter 20% kommen. Jumpscaren. Und schön draufhalten. Draufhalten, draufhalten, draufhalten. Jawohl! Eckbert, ruf deine Sense. Okay, der hat nicht gesessen. Aber der macht jetzt schon ordentlich Schaden, verdammt. Glück, Birthday! Polstern, Polstern! Wirf den Käse! Wie bei dem ASDF-Movie. Wirf den Käse! Wir haben ihn verarscht!
Eine viel zu groß geratene Ausdauer. Ja, und das macht das schon besser. Und BAM, Junge! Ich wollte mir nochmal die Karte in Ruhe anschauen. 600 Erfahrung, jawohl! Okay, da ist ja einiges. Und die auch vom Untergrundsystem, okay. Und da sind die Untergrundwelten, glaube ich, noch etliche andere. Na, aber ja, einiges vor uns. Verdammt, Krabi, hau ab, du. Kingler ist besser. Spielt ihr eigentlich auch Pokémon Go? Wurde ich ja auch schon letztens in den Kommentaren gefragt. Also ich spiele das ja auch aktiv. Bloß nicht ganz so, wie ich gerne wollte. Da fehlt mir ein bisschen die Zeit. Aber bin mittlerweile dem roten Team beigetreten, obwohl ich eigentlich blau oder gelb hätte nehmen wollen. Aber, ja. Mein Kumpel, ein guter Kumpel von mir ist im roten Team. Dachte ich, naja, spielen wir alle gemeinsam. Ja, und in welchem Team seid ihr drin? Vielleicht kommt ja auch einer von euch aus Brandenburg, dass man mal zusammen auf Pokémon-Jagd gehen kann. Okay. Willkommen in der seltsamen Welt. Was haben wir denn hier? Diese UFOs schießen Laser mit sehr hohem Schadenspotenzial. Und da kann man gleich den 500er nehmen. Nice. Aktivieren. Night Marionette. Okay. Ich bin größer, als ich aussehe. Ich glaube, hier kommt man noch nicht durch. Ja, das dachte ich mir. Muss hier noch... Jetzt spiele ich schon gegen Geburtstagstorten, Alter. Was geht denn hier los? Ich meine, ja. Leckere Torten, warum nicht, ne? Wer wollte die schon mal nicht als Gegner haben? Ah, die machen ja Schaden ohne Ende hier. Wo ist denn die Party? Oh Gott! Ganz schnell wechseln. Jumpscare! Erste! So, so Polster. Oha, 122, der ist wirklich gut. Macht sie alle! Immer schön gegenhalten, dass sie gar nicht erst zu ihrem doofen Wasserhose kommen. Bam! Die Gehilfen sind super. Hui. Oh, neuer Herausforderer. Balloon Boy, Hallöchen. Das ist geil. Sozusagen ein Mini-Boss mitgekommen und UFO denkt sich und weg ist der Witz. Zu wem gehört denn der jetzt hier? Zu der ersten Fraktion, okay. Balloon Boy, dann gibt es hier noch den anderen, den New Balloon Boy. Den würde ich dann hier mit drüben reinmachen. Und ich weiß bloß noch nicht, wie ich dann die Teams zusammenstellen will. Weil, würde ich sagen, dass man noch einen, irgendeinen von den Phantomen quasi warten. Oder genau, Phantom. Und den dann mit Balloon Boy zusammenhauen. Und den New Balloon Boy, den holen wir auch dann mit den Nightmares zusammen. Dass wir mal zwei neue Teams trainieren hier. Den Level 14, okay. Von der will ich kein Sandwich. Aber dann musste hier wohl irgendwie die Laser noch freischalten, also... Wo geht's jetzt weiter, ist ja die Frage. Das UFO macht schon alles von alleine. Finde ich super. Noch eine Herausforderung. Hallo, Chica. Auch weg. Also die kriegt man so einfach. Von die Withered. Das ist doch... Withered Chica. Von welchem Teil waren die denn? Die waren im zweiten Teil, genau. Das heißt, hier erster, zweiter, zweiter, dritter. Hier unten kommen dann teilweise noch die vierten. Alter, Balloon Boy. Aber das ist dann auch wieder ein extra Team. Also die hebe ich mir dann auch noch auf. Preisball 2. Okay. Das heißt, die haben dann auch die verbesserten Attacken, so wie es aussieht.
Ich will kein Sandwich, danke. Aber trotzdem ein Chip, ein Chip, ein Chip, 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 Chip. Oder auch nicht. Dafür ganz viele Krabben. Die kriegen so eins drauf. Komm, Ufo, Feuer. Toll. Ja stimmt, wir nehmen nicht das Ufo. Wir haben Eckbert, wir haben Willi. Hm. Vielleicht das Ufo Robert? Wir haben jetzt 400 Tokens. Da muss ich mal gucken, ob ich noch bessere Items hier bekomme. Fast 500 braucht man für den Megabot, alles klar. Easy. Und so wie es aussieht, scheinen auch die Charaktere gleichzeitig zu leveln. Oder du musst zwischendurch wechseln irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich noch nach geglitschten Objekten Ausschau halten. Das weiß ich noch. One hit down. Ne. Da können wir noch nix. Kriegen wir von dir vielleicht schon was Besseres? Ah, eine Wespe, genau. Das Ding ist. Extra Schaden, jawohl, dann nehmen wir doch die Wespe. Oh Gott, ich komme mit den Namen jetzt so auf den Schluss durcheinander. Also wir haben Willi, Eckbert, Robert und einfach Sumsi. Das ist Sumsi. Ja, darf ich nur nicht vergessen. Und mit so vielen Charakteren mit im Schlepptau machen wir erstmal Schluss für die Folge. Und ich schaue dann bis zum nächsten Mal dann auch, dass ich erstmal rausfinde, wo es weitergeht. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht bei der Gesprächsrunde reinzuschauen für das Voting für das nächste LP. Und ansonsten... Bis dahin mit eurer UWK. Tüdelü!